Eben gerade festgestellt. Die braucht fast 2 Minuten. Fast 2 Minuten sogar. Seltsames Objekt, ich kann es nicht scannen. Ziel erreicht. Ist ja auch seltsam. Hallo? Seltsam, seltsam, seltsam. Ach, da gibt auch Eiweißperlen, okay. Was? Ja, dann mach mal eure Schnuten auf. Oh, nein. Wo sind die stark? Was passiert, wenn man die füttert? Jetzt kommt aua, zu aua. Aua. Läuft durch mich durch. Ja, schön. Echter suchen. Hey, ich wollte bloß die Pflanzen ernten. Dieses Ding kommt hinter mir her. Hilfe! Lange noch weglaufen, dann hast du Ruhe. Ja, 27 Sekunden noch. Man sollte sie auch nach Möglichkeit abhängen, weil sie kommen jetzt inzwischen auch mit ins All. Keine Ahnung, was das Fragezeichen soll. Oh, bei mir ist jetzt auch ein Wächter. Was soll denn das? Moment, da ist dann... Zweiter Frachter? Hier sind 2 Frachter nebeneinander abgestürzt. Vielleicht sind sie zusammengestoßen. Und was brauchen wir dafür, dass die repariert werden können? Gar nicht. Gar nicht. Aber das sind Frachtkapseln, die da rumliegen. Ach, ich habe keinen Treibstoff mehr. Da können dann zum Beispiel sowas wie Antimaterie drin sein. Mhm. So, jetzt kann ich da nicht hingehen, weil alles voller Wächter ist. Musst du. Ich glaube, ich fliege mal ein bisschen um den Planeten rum. Wo ist mein Schiff? Da. Die sind sofort aggressiv geworden. So, 171, das reicht immer noch nicht. Ja, ich habe auch nicht genug. Mehr Kupfer. Viel hast mehr. Hast du Kupfer. Ein Kupferdurst? Ich habe erst 150. Da hast du mehr als ich. Du hast doch 175. Ah, nee, doch nicht, 171. Ha. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Oh, ich bin bei einer Wiederherstellung. Nee. Was ist das hier? Wo ist mein Schiff? Eine Raumstation. Mein Schiff ist in der Nähe von der Kupferansammlung, die ich markiert habe. Oh, hier lebt ja wer. Hallo. Hey, wenn es lebt, erschieß es. 24 Nanitaufen. Was? Ich hab ein Multiwerkzeuggeschenk gekriegt. Ja. 12 Plätze. Kaputte Technologien drin. Ja, was ja. Was mache ich damit? Kaputte Reparieren. Technologien? Reparieren. Das, die nehmen halt in, quasi den Platz weg und wenn du es reparierst, dann ist die weg und du kannst da Sachen hinsetzen. Kann ich das Terrain-Manipulator-Modul irgendwie verschieben? Achso, verschieben weiß ich nicht. Ah nee, das kannst du nicht. Du musst es dann neu bauen. Aber das braucht nicht so viel. Ich habe die ganzen Herstellungssachen bei dir drüben, ne? Du brauchst dafür nur ein bisschen Kohlenstoff und ein bisschen die Wasserstoff. Wieso bin ich barbar? Ja, aber... Ja, aber das Wasserstoff-Gelee, das kriege ich ja auch gerade nur aus diesem Extraktor. Nee, das kannst du craften. Hm? Wie Metallplatten oder... Okay. Dieses Kohlenstoffding, das kannst du ganz normal craften, das geht. Okay. Das geht recht gut. Dann gucken wir mal, craften wir mal. Also, Kohlenstoff. Aus der Raffinerie könnte vielleicht ein besserer Umsatz sein, also von der Menge her. Okay, muss ich jetzt erstmal sammeln. Ah, hier ist noch so ein Verkaufsautomat von einem Ding. Waffenterminal. Okay, gucken wir mal, was ist das hier? Eigenes was? Eigenes das Kraftfeld. Nee. So. Was haben wir denn hier? Das Aufladen. Ach, hier geht's raus. Ja, da will ich noch nicht raus. Hier kann man wieder Sachen verkaufen. Hallo. Und was verkaufst du denn hier unten? So, gucken wir mal. Projektilmunition, ja. Schön. Ja. Sag ich mir auch. Fortgeschrittener Minenlaser. Solange man keine Waffe hat, bringt einem das nicht viel. Was, du kannst den fortgeschrittenen Minenlaser machen? Ich habe mir jetzt die für 75 Nanitaufen dieses Ding gekauft, dass ich das machen kann. Cool.
Bei mir ist er halt schon im 9 enthalten gewesen, aber ich habe mir das Ding auch gekauft, weil ich es selber dann herstellen kann. Kann ich noch nicht. Ich habe hier noch nicht so viele Nanithaufen gehabt, dass es gegangen wäre. Drück mal P und lad alles hoch. Ja, das bringt ja kaum was. Oder bringt das Nanithaufen? Aber es bringt Nanithaufen. Das bringt Nanithaufen. Ach, hier Entdeckungen. Ne, Units. Erhalte 15 Units. 20 Units. Also ich habe für einige Sachen, Nanithaufen bekommen. Okay. Aber für 20 Units mache ich. Also bei mir werden immer Units angezeigt. Und dann denke ich mir immer auch, nö, dafür muss ich mir jetzt die Mühe nicht machen. Ich habe die Verbindung zum Online-Entdeckerdienst. 35 verloren. Units erhalten. Ja, Units, nicht Nanithaufen. Ja, ja. Ich habe auch schon Nanithaufen erhalten. Oh, wenigstens sieht das Gerät jetzt mal schöner aus. So, na toll. Ach, da hinten sind Bäume. So, mal gucken. 233. So, und jetzt habe ich 238. Sind zwar bloß 5 gewesen. Ich habe das Asbestlaufbecken entdeckt. Und der sagt, Entdeckung hochgeladen, 5 Units empfangen. Ich glaube, das ja, ist eine falsche Anzeige. Falsche Einblendung. Nein, das habe ich schon leer gemacht. Verdammt. Multiwerkzeug, bitte. Was soll er mir reparieren? Ach nee, ich muss ja hier was bauen. Also E. Und das hier. Technologiemodul. Habe ich das im Raumschiff gelassen? Ja. Du hast ja auch noch welche. Das ist unglaublich. Was braucht denn das Nano? Hermetisches Siegel. Technologiemodul. Muss mal kurz schauen, was habe ich denn hier eigentlich alles? Was ist denn das wiederhergestellte Technologie? Ja, das ist ja doof. Hm. Ich will mir veralbern. Multiwerkzeug mit 12 Plätzen. Nett. Gegen meins was Neuen hat, wo ich den fortgeschrittenen Minenlaser drin habe. Den kannst du doch bauen, hast du doch eben gesagt. Ja. Und wenn ich mir so die kaputte Technologie angucke, 4 Stück, sieht das so nach, mit Modulen aus. Die kleine Frage, ab. Wo kriege ich denn die Technologiemodule her? Kaufen. Für teuer Geld. So für 70.000 oder so. Ja, dann kann pro Stück. Dann kann ich jetzt wenigstens was mit meinem Geld machen. Na, Servus. Okay, da wo ich gerade kaufen will, kostet das 119.000, so ein Technologiemodul. Er hat immer 59.000. Ja, das geht. Ja, 61.000. Aber ich kann mir dann wenigstens diesen Laser anbauen. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr das habt hier mit euren hochtechnologischen Sachen. Ich habe das neue Werkzeug nicht genommen. Aber hey, fortgeschrittene Minenlaser. Ja, jetzt kann ich auch die großen Sachen abbauen, endlich. Absolut sichere Vorräte. So. Das ist noch was für Bonzen. Okay, das gibt tatsächlich. Das wäre gar nicht so uncool gewesen, das Raumschiff. Ach, Menno. So, jetzt muss ich mal gucken, wie sehen diese komischen Finger aus, die du mal gesagt hast? Einfach so gerade Dinger nach oben, oder wie? Nee, das. Wie soll man das beschreiben? So seltsam. Seltsame Auswüchse. Bisschen knollig.
Wird das mit C angezeigt irgendwie nicht, oder? Das wird. Ja. Ja. Ah, okay. Das sind dann solche speziellen Sachen, wo da in einer ähnlichen Farbe wie das Natrium angezeigt wird. So, wie weit habe ich mich jetzt von meinem Raumschiff entfernt? 548, das geht ja noch. Ich muss eigentlich mal zur Basis. Mein Raumschiff ist so dermaßen voll mit Sachen. Das kannst du in der Basis, auch meinen Anzug. Das kannst du in der Basis ändern? Man kann. Wir haben es eventuell noch nicht gelernt. Hoffentlich können wir das lernen. Zumindest kleine Behälter bauen. Und irgendwie bringt das irgendwann nichts mehr. Wenn man so ohne alles da unterwegs ist. Wie ohne alles? Also ohne Platz oder wie? Ja. Ja, dann verkaufe ich meistens die Sachen und dann geht das. Es sind alles irgendwelche Materialien. Ja, auch die kann man verkaufen. Hm. Also ich weiß nicht, was du für Materialien meinst, aber. Ja, also mein Natrium würde ich jetzt ungern verkaufen. Brauche ich immer zum Aufladen. Ach, Natrium hat man immer so viel. Ah gut, du bist ja auf so einem Planeten, ne? Ja. Ich sammle einfach mal nur das Natrium, dann kriege ich jetzt hier 47 Stück und ich habe eben dann auch einen 250er Stack verkauft. Dann denke ich mir, kann man einen Stack behalten und mehr brauche ich ja nicht. Manchmal braucht man das ja auch zum Reparieren. So, wo ist das Symbol für die Basis? Das ist schon mal der richtige Planet dort. Ich überprüfe das jetzt hier nochmal. Okay, 93 Nanithaufen. Und wenn ich das jetzt hochlade. Unser Planet ist ein verwilderter Planet. Ein Exo-Anzug-Upgrade-Technologie. Okay, Schiene hat recht. Man kriegt tatsächlich keine Units, sondern Nanithaufen. Dann werde ich, glaube ich, gleich mal zur Basis hochfliegen. Ja. Und solche ist auf einem blühenden Planeten. Den, Bauplan, den habt ihr oben auf der Raumschiffbasis geholt? Nö. Für den Minenlaser? Nö, ich habe ihn diversen Händlern holen. Okay. Auf so einem Planeten entdeckt. Ich bin aus Versehen in so eine kleine Basis reingefallen. Aus Versehen. Okay, dann muss ich mich noch gedulden. Ja, aber ich meine, ja gut, ist halt auch eine Glückssache wieder. Im Singleplayer habe ich jetzt fast 7 Stunden gespielt und auch immer noch nicht den fortgeschrittenen Minenlaser. Ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich ein bisschen Uran herkriege, sonst kann ich bald nicht mehr starten. Ansonsten kannst du auch... Ja, dann stell dir den Treibstoff her, der ist... Kostet auch fast nix. Ja. Man muss halt die Materialien davor herstellen. Genau. Also du musst halt den Treibstoff herstellen aus die Wasserstoff und... Ach so, oh ja. Sauerstoff, glaube ich. Gucken wir mal. Metallplatten und die Wasserstoff. Oder so, ist noch besser. Das ist easy. Ja. Bringt zwar, füllt zwar nicht so stark auf, aber das ist eine gute Sache. Hauptsache man kann starten. Richtig. Gefällt mir auch besser, als das vorher mit Plutonium der Fall war. Irgendwie. Ja, aber Plutonium hast du alles so schön abenden können wie jetzt. Ja. China, nicht dieser Planet. Wie, was nicht dieser Planet? Du bist nicht auf diesem Planet. So. Auf welchem? Meinem. Noch nicht, nein. Meinem. So. Nächster Versuch. Gegenstände aus Inventar verkaufen. So, Projektilmunition weg. 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 Basis von solchen Marina. Ich komme! Okay, das kann man auch herstellen. Natrium 312, da hätte ich gerne 250, da muss man es wieder rechnen. 62. Ja, Mokka, das kommt so ungefähr hin. Ich glaube, China wohnt im Brennpunkt von Berlin.
Nein. Kreuzberg, hä? Ich bleibe dabei, ich wohne nicht in Berlin. Wir lassen nicht jeden rein. Ja, stimmt allerdings. So. Sogar ein anderes Bundesland. Aber, naja. Ganz genau. So, gucken wir nochmal die Baupläne an. Kraftfeld. Fortgeschrittener Minenlaser. Jawoll. Hast du so viel an die Taufe? Ja, ich habe eben ordentlich hochgeladen. Ich habe immer noch 113. Ich darf nicht hochladen. Ach so, das ist ätzend. Das hab ich aber auch manchmal. Ich gehe dann einfach über die einzelnen Gegenstände und drücke für alles E. Nee, manchmal hast du keine Verbindung. Ist mir vollkommen egal. Er rechnet es mir trotzdem an. Okay. Da hinten ist noch Wasser. So, was brauchen wir denn jetzt dafür? Kohlenstoffnanorohr, hermetisches Siegel, kann man das herstellen? Verdichteter Kohlenstoff. Das kriegen wir hin. Achso, wie viel denn? Das ist ja irgendwie auch Mist. Wie viel brauchte ich denn dafür? Hermetisches Siegel braucht 30. So, Bauplanforschung. Verschlossene Kiste lernen. Wie viel braucht das? War, glaube ich, ein Wiederherstellungsmodul. Okay. Seid ihr gerade an der Basis beide, oder was? Ich nicht, nee. Ich zumindest. Ich versuche mir gerade hier den Minenlaser herzustellen. Vergesse immer, was ich brauche. Check. Ach, zwei Technologiemodule. Gut, die kann ich ja gleich kaufen, hoffe ich. Dann brauche ich also noch... Achso, nee, wie viel waren das? Eins. Easy. Ganz schön kohlenstofflastig, das Ding. Zu kohlenstofflastig. Kohlenstoff. Achso, ich bin auch so ein Held, ne? Sollte das vielleicht auch mal reparieren. Also ein Baum ist nicht schlecht. Über 200 Kohlenstoff. Na, nicht ganz. Oh, jetzt habe ich 295 Units. 295? Igitt. Ach verdammt, ich kann mir gar keinen leisten, keinen... Kein Technologiemodul. Ich habe ja nur 16.000 Units. Damit kriegt man aber keinen Blumentopf. Dafür kannst du nicht kaufen, richtig. Zumindest keinen großen. Was machen wir denn jetzt? Ach, ich habe einen Blitzwerfer. Stickstoff verkaufen. Bringt auch nichts. Blitzwerfer. Kriegst du ihn dann vernünftig aufgeladen mit Munition? Ich musste da irgendwie eher Dauer spammen, damit er das mal irgendwie... Das ist falsch. Habe ich im Singleplayer festgestellt. Einmal R drücken, Finger weg. Okay, weil dann ist bei mir immer nichts passiert. Ja, bei mir da auch nicht wirklich. Ich habe es festgestellt, dass ich eher lange gedrückt erhalten habe oder mehrfach versucht habe, hat er immer die Animation angefangen, abgebrochen. Genau. Ist ungünstig, wenn zwei Wächter vor einem stehen und auf einen ballern. Richtig. Einmal R drücken und dann sollte er es eigentlich machen. So, wo kriege ich jetzt Geld her? Ja. Wie brauche ich denn eigentlich? 160.000 ungefähr. Interessant. Nee. Wir kaufen. Das ist auch eine Variante, an chromatisches Material zu kommen. Was denn?
Der Blitzwerfer, wenn ich ihn zerlege, bringt mir 50 chromatisches Metall und ein Kohlenstoff-Nanorohr. Kosten tut er 3 Kohlenstoff-Nanorohr. Der Blitzwerfer kostet bei mir 400 chromatisches Metall. Man kann ja nicht mal Technologiemodule kaufen. Was ist denn das für ein Saftladen hier? Hast du das? Bla bla. Komponenten kaufen. Technologiemodul 61.000. Jo, ist klar. Geld. Der braucht wirklich 2. Der braucht wirklich 2. Shit. Ich bin verzweifelt. War ich in dem Häuschen schon? Ich glaube, da bin ich letztes Mal drüber geflogen. Ne? Sieht auf jeden Fall nett aus hier mit den Türmchen. Dem Wächter. Ein Nachrichtenmodul. Hinterlass eine Nachricht. Nein. Warum nicht? Ach, verstärkt. Kann ich eh nicht. Der Besitzer hat keine Nachricht hinterlassen, hat er mir gesagt. Nein, Mokai, weil ich gerade zurzeit keine Verbindungen habe und ansonsten wird es mir nicht angerechnet. Doch. Einfach hochladen. Ja, ja. Mokai meinte, ich kann alles auf einmal hochladen. Ach so, ja. Das mit E gespammt. Das hat funktioniert, da hattest du recht. So, drehen. Mann, lauter giftige Pflanzen hier unten. Man kann sich nie mal richtig umgucken. Vergrabenes Technologiemodul. Chaka. Was habe ich denn jetzt eigentlich da bekommen? Terra-Kobalt. Okay. Boah, 12.300. Was ist das? Wirbelwürfel. Was? 11.600. Was? Wie kriegst du denn solche komischen Sachen schon wieder? Ich habe hier unten irgend so ein komisches Relikt entdeckt, das mitten in einem Stein drin war. So halb eingebaut. Da habe ich den Stein schnell abgebaut und... So, ich hole mir jetzt die Technologiemodule und dann müsste ich das Geld zusammen haben für die wundertolle Sachen. Dann. Ich kann das erste runde Fundament bauen. Yay. Der Schiener, der prescht wieder vor hier. Ja. Ich habe bloß meine Technologiemodule verwendet. Und wenn du genug von den... Ja, diese auszugrabenden zum Bauteile freischalten. Okay, ja. Wenn du genug freischaltest, dann rücken langsam andere Technologien nach, wie halt das runde Fundament. Das ist nett, aber ich werde die jetzt ausgraben und verkaufen. Ist auch eine Variante, was man machen kann, ja. Ich möchte nämlich auch den fortgeschrittenen Minenlaser haben. Ich brauche reines Fried. Sonst wird mein Weg nicht glücklich. Und Ziel erreicht. Ja. So, was macht man, wenn man kein reines Ferrit hat? Das Ferritstaub. Aber magnetisiert das Ferrit hat? Tja. Keine Ahnung. Beinen. Nein, das magnetisierte Ferrit in reines Ferrit umwandeln. Wie geht das? Einfach zurück in die Raffinerie. Achso, es gibt bloß ein paar Schritte, oder wie? Einfach mal testweise reingelegt, weil ich wusste, was passiert denn dann. Die hat dann mir gezeigt, okay, magnetisiert, geht nicht weiter nach oben, aber kann man wieder nach unten um einen Schritt. Aber ich vermute, Ferritstaub kriegst du so nicht hin. Nee, was das dann wieder nach oben schrauben würdest, glaube ich. Ja. Ah, okay, Taschenlampe geht mit T viel einfacher an. Man hat eine Taschenlampe. T. Ja. Wird einem auch irgendwann ganz gemein erklärt. Ja. Man soll dann bitte schön X drücken und da irgendwie navigieren und. Das ist ja, dieses Auswahlsystem da unten, das ist sowieso für einen Poppes. Ja. Richtig, deswegen T. Gewinnt bisher bei keinem irgendwelche
positiven. Ich denke mal, das Rewards ist gemacht, weil man es dann mit dem Controller ganz gut bedienen kann und das ja auch. Mit Controller bestimmt. Könnte ich mir vorstellen, mit dem Steuerkreuz hin und her. Tja, das sind dann halt wieder diese nervigen Konsolenoptimierungen. Ja. Siehst du? Okay, es ist doch nicht so schlimm. Erinnert mich an Fallout. Ja, richtig. Das ist es nämlich. Weißt du, wie ich in Fallout 4 navigiere in dem Baumenü? Ich nehme meine rechte Hand von der Maus weg und lege sie an den Cursor an. Eieiei. Nee, das. Also diese. Wow, ihr fliegt aber dicht an mir vorbei. Dieses Bausystem auch in Fallout, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ah, ich baue so viel da drin. Das System ist einfach nur Krampf. So, wo war denn jetzt der Außenposten? Ist er das? Und jetzt habe ich genau das Problem, was Jodom mehrfach beschrieben hat. Ja. Hier steht eine Truhe. Du kannst auf sie nicht zugreifen. Genau. Weil es solches Basis ist. Und ich hier bloß Gast bin. Richtig. Aber das kann man halt nicht ändern. So, ich will kein Gast mehr sein. Ja, ich ignoriere extra die Aussage von Jollum. Ach, dann kann ich auch interagieren. Hier die Navigationsdaten. Ich habe wieder eine Basis gefunden. Schön. So, mein Typ. Ich finde es übrigens schön, dass man diese Verkäufer jetzt auch in diesen Basen drin hat. Oh Mann, versteckt die Tür, kann ich die abbauen? Ich muss erstmal. Ich muss erstmal das hier verkaufen. Mit einem Blaster eventuell. Ja, Blitzwerfer oder so. Habe ich nicht. Das Problem hatte ich eben auch. Jetzt ist so ein doofer Wächter hier. Das ist nicht so nett. Jetzt lande ich hier schon, dann kann ich nicht mal rein. Das könnten sie wenigstens außen dran schreiben. Für was habe ich denn so einen Langstreckenscanner? Man soll doch schauen, ob die Tür offen ist. Ich habe da gerade ein ganz ungutes Gefühl. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Ich glaube, das reicht aber noch nicht. Mir fehlen 3000. 3000. Ja, mit dem Geld ist es immer die Sache, gell? Darum farmen wir ja gerade. Ich glaube, es gibt da auch Methoden, recht schnell ranzukommen, aber wo bleibt der Spaß? Gibt es hier vielleicht nochmal so eins? Wo du... Ja, es gibt sogar irgendwelche. Zum Design, perfekt. Ja? Ja, Tutorials extra für No Man's Sky. Next, damit man das besser findet. So, man wird. Wiederherstellungspunkt. Habe ich jetzt irgendwas Schönes bekommen? Nö, Speicherpunkt. Und Deckung von dem Sektor. Kupferansammlung. Paraffin. Kupfer. Beschädigte Maschinerie. Gehe ich mal hin. Tut mir doch nicht weh. Ich will doch nur die Eier haben. Oh, hast du nicht schon welche? Verdammt. Ja, nee, die musste ich eben erstmal. Ich habe sie erst gesehen und auf dem Radar und dann musste ich sie erstmal einsammeln. Und jetzt ist hier in dieser Höhle alles voll von Giftpflanzen. Ja. Und bei meiner super Orientierung gehe ich, glaube ich, auch gerade in die Höhle weiter rein und nicht weiter raus. Ach, beschädigte Maschinerie sind so komische Abwurfpots. Da geht's raus. Die bringen manchmal ganz nette Sachen, manchmal auch nicht. Nano-Haufen. Manchmal gibt's auch Bauteile. Ich glaube, manchmal. Ich habe bis jetzt immer bloß Nano-Haufen gekriegt. Chromatisches Metall, ja, habe ich nicht dabei. Nein, ich möchte nicht Umschalt dauerhaft anhaben, danke. Das ist das Erste, was ich immer ausschalte, wenn er mich danach fragt. Dann nehme ich mir dann die Zeit und sage, bitte diese Frage nie wieder fragen. Das hat er wenn, mir, dann mache ich das persönlich. Das hat er mich irgendwie noch gar nicht gefragt bisher. So, jetzt die Eier verkaufen. Farmer Jollum.